zählen. Ja, und den Hammer benutze ich mittlerweile schon als Waffe. Das habe ich mir schon angewöhnt, da der eigentlich wirklich stark ist und ja, ist da eigentlich wirklich, der legt auch alles nieder. Das ist nicht das Problem. Ah, wir sind einmal im Kreis gegangen. Ja, auch das muss man mal gemacht haben. Einmal im Kreis gegangen. Ja, komm her. Komm her, Bobby. Drei Spinnspawner hatten wir übrigens auch. Spawner. Drei Spinnspawner hatten wir auch gefunden gehabt. Also das war schon eine wirklich erfolgreiche Tour. Und ich würde ganz ehrlich, wir werden noch so viel mit den Bahnen bauen. Ich möchte die wirklich ungern zurücklassen. Hä? Von hinten! Du Schleicher, du! Ja gut, hier scheint es nicht wirklich weiterzugehen. Wir müssen mal gucken. Ja, ich habe dich gerade so aus den Augenwinkeln gesehen. Wir müssen uns hier mal durchmogeln. Das hier ist schon eine sehr sandige Angelegenheit. Ja, sowas habe ich auch noch nicht erlebt, dass hier überall Sand ist. Okay, ich würde sagen, hier geht's auch nicht weiter. Die Kohle baue ich gleich noch ab. Die können wir immer gebrauchen. Das ist creepy. Wow, das war knapp. So, dann machen wir da nochmal was ran. Okay, hier hinter ist definitiv noch was. Hier könnte auch ein Spinnenspawner sein. Also eine sehr konfuse Höhle. Ja, das ist alles Eisen. Das ist jetzt nicht so wunderbar. Oh. Ich hasse Spinnen. Sind hier schon Fackeln? Nee, hier sind keine Fackeln. Aber da sind ja definitiv Spinnen. Oh, da ist der Spawner. Dafür bräuchten wir allerdings ein... Wir können es auch anders machen. Die Drecksviecher. Ich habe ein bisschen Angst. Hier muss irgendwo noch eins sein. Das Problem ist, dass wir die nicht so wegkriegen. Ich hätte ein Schwert mitnehmen müssen. Oh, wir haben sogar eins. Sehr schön. Ich will gar nicht... Es ist hier scheiße. Es ist hier definitiv nicht das, was es... Das ist ja unglaublich. Ich fühle mich hier nicht sicher, sagen wir es mal so. Ich habe schon bessere Orte erlebt. Ja, ich befürchte aber, dass wir hier, wie gesagt, nicht...
das finden, was ich suche. Na komm. Ja, das ist schon, wir leuchten das hier mal aus, keine Ahnung. Das war es. Dann würde ich sagen, holen wir uns kurz die Schienen. Wie gesagt, ich würde die ungern zurücklassen. Kosten doch eine Menge Eisen. Und wir haben sie hier umsonst. Dann holen wir sie uns doch. Und dann erkunden wir gleich weiter. Aber ich befürchte, diese Höhle ist nicht das, was ich gesucht habe. Da müssen wir jetzt mal gucken, natürlich. Hier sind überall Spinnen. Okay. Ich hab's befürchtet. Was ist hier los? Party! Ja. Ganz ehrlich, ganz so detailreich würde ich das jetzt nicht erforschen wollen hier. Wir können mal gucken. Ja, ist eh eine Sackgasse. Dann machen wir hier ein bisschen Licht, dass hier nichts spawnt. Und dann passt das doch. Ja, wir haben die Möglichkeit hier lang, da lang, dort lang. Drecksviech. Aha. Okay, das sagt uns ja schon mal, dass es hier nicht weitergeht. Das ist ja auch schon mal was Positives. Das muss ja nicht mal negativ sein. Wow, voll die riesige Vorhalle hier. Ja, Gold gibt's hier nicht. Ja, dann geht's hier weiter. Ich würde sagen, damit haben wir die Höhle mehr oder weniger geschafft. Plus, minus ein bisschen was. Wenn wir hier schon mal sind, nehmen wir die Kohle nochmal mit. So, das schadet ja nicht. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir raus. Beziehungsweise wir müssten noch eine Kleinigkeit erstmal essen. Wir hauen mal alles oben rein. Und den auch. Und dafür kommt dann nochmal Essen raus. Ja, ist eine kleine Höhlentour gewesen. Aber hey, das ist okay. Der Hammer, den Philipp mir gegeben hat, der ist absolut in Ordnung. Ich weiß nur nicht, wie ich den repariere. Mit Eisen wird das wohl kaum funktionieren. Wir müssen gucken, die Fackeln müssen rechts sein. Man kann sie sich entweder am Anfang links oder rechts setzen, je nachdem. Und dann muss man sich einfach nur kontinuierlich dran halten. Dann findet man eigentlich sehr schnell wieder raus. Oh. Ah ja, okay.
Wie gesagt, für kostenlos nehmen wir die mal ruhig mit. Ich könnte jetzt hier auch Riesenforschungen machen und so, aber da habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so Lust drauf. Jetzt muss ich mal gucken, da oben ging es weiter. Irgendwo oben. Ich entsinne mich hier dran noch. Da ging es weiter. Habe ich gedacht. So, hier rum. Dann hier rum. Und eigentlich sollten wir jetzt wieder draußen sein. Da sieht man dann doch, wie schnell das gehen kann. Ah, jetzt muss ich aufpassen. Da sind die Fackeln so. Und da hinten, das ist unerforscht. Das ist auch unerforscht. Da habe ich aber null Bock drauf. Ich weiß, dass mich das hier jetzt nicht wirklich weiterbringt. Die Fackeln sind falsch. Also bis hierhin sind wir richtig. Jetzt ist die Frage, wie geht es weiter? Ah, hier. So, von da oben sind wir gekommen. Und wir gehen nur noch mal hier rein. Vielleicht finden wir noch ein, zwei Diamanten, aber ehrlich gesagt braucht man gerade nicht einmal die. Okay, wir gehen es nur mal ab. Wir gehen es nur ab, weil wir es können. Ja, hier ist nichts. Okay, dann können wir uns nichts vorwerfen lassen. Ja, dann würde ich sagen, wir müssten mal gucken, dass wir den hier bekommen. Ich weiß immer noch nicht so ganz, gebraucht haben wir Rubinerz bis jetzt noch nicht, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Und wir brauchen mal hier Kies oder so, das ist egal. Letztendlich können wir da alles nehmen. Einfach, um das hier zuzumachen. So, man muss halt ein bisschen aufpassen, dass man da nicht reingerät. Das wäre nicht nur unsexy, das wäre sogar richtig uncool. Redstone haben wir so viel. Ich kann hier die Kohle gerne nochmal mitnehmen. Nee, das ist falsch. Man muss halt aufpassen, dass die Fackeln wirklich mittig und zur Seite gehen. Ansonsten hat man da echt ein Problem irgendwann. So, den machen wir zu. In der Zeit bauen wir hier die Kohle ab. Kann nicht schaden. So, und dann haben wir das. Wie gesagt, den Redstone brauchen wir nicht. Da läuft die Lava noch, dann nehmen wir das hier noch mit. Aber wie gesagt, prinzipiell brauchen wir keinen Redstone. Ja, und jetzt kommt Trick 17. Jeder dürfte ihn schon kennen, der Minecraft kennt. Ja, das war eine super Geschichte. Premium Let's Play hier. So, das ist alles Obsidian. Das könnten wir auch abbauen. Wir könnten uns wirklich unterwegs ein Portal bauen. An ein Feuerzeug kommen wir natürlich immer ran. Das ist natürlich überhaupt gar kein Problem. Aber es macht schon Sinn. Es macht schon Sinn, halt vielleicht mal ein Portal zu bauen. Ja, es hat sich ja richtig gelohnt. Gut. Eigentlich sollte das sogar mit dem Hammer klappen. Wir gucken mal. Wir gucken mal.
Oh, das dauert aber lang. Das dauert aber sehr lang. Dann machen wir es doch mal folgendermaßen. Wir haben doch hier unsere Tinker-Axt. Ja, das muss doch hiermit auch gehen. Das gibt's doch gar nicht. Es wäre halt ein bisschen schneller, wenn darunter keine Lava ist, natürlich. Grundvoraussetzung. Dann, wenn wir 9 Blöcke mit einmal abbauen können, bis zu 9 Blöcke. Oh, es geht. Wie cool ist das denn? Ich weiß gar nicht, wie viel wir genau brauchen, aber ich mache den nochmal und dann denke ich, haben wir genug. Irgendwo hier ist auch Lava, der eine oder andere geht sicherlich verloren, egal. Die ganzen roten Punkte sind übrigens, oder die ganzen bunten Punkte sind übrigens Marker, die wir gesetzt haben. So, ich denke mal, fürs Portal sollte es reichen. So, dann geht's wieder hoch. Redstone haben wir, wie gesagt, mehr als genügend. Ich dachte gerade, Gold, das hätte ich nicht liegen lassen. Ups. So, und dann geht's hier wieder hoch. Und ich würde sagen, die Höhle haben wir damit eigentlich durch. Das ist... Wir haben... Alter, alter Junge, was ist bei dir kaputt? Wo kommen die ganzen Kinder her? Ja, ich würde sagen, das können wir wann anders machen. Ja, sehr schön, dankeschön. Das war sehr vorbildlich. Ich hätte nämlich da hochgemusst und dann hierhin und dahin und da geht's schon raus. Und dann wandern wir mal weiter. Wir haben ja im Endeffekt jetzt... das lasse ich aber nicht zurück. Im Endeffekt haben wir jetzt schon mal ein bisschen was... Ja. Die Richtung ist die richtige. Wie gesagt, wir müssen leider ein bisschen weiter weg. Und ich habe extra diesen Obsidian jetzt mitgenommen, damit ich da ein Portal bauen kann. Und dann werden wir über das Portal quasi zurückkommen. Und das wird uns in Zukunft die Reisen ein wenig erleichtern in diese Richtung.